Ja, wie ich das denke, ist dies ein sogenanntes Kraftfeld, ein morphogenetisches Feld. Und der lange Atem, den die Leute hier beweisen, die hier versammelt sind, Woche um Woche, den danke ich natürlich auch, weil das sind, wie ich sehe, Menschen, wie alle anderen auch, die auch nicht im Kreis waren, aber die im Geiste mit uns sind. Und ich danke natürlich denen, die sich Woche um Woche darum bemühen, dass diese Versammlung, auch heute die 161. stattfindet. Das offene Mikrofon heißt natürlich auch die freie Rede. Das heißt natürlich auch eine Idee, die hervorkommen kann. Und natürlich auch in der Freiheit der Rede auch die Antwort, die Verantwortung für das Gesagte. Und zur Freiheit gehört die Verantwortung. Und wenn das schon so frei ist wie hier, dann sind wir auch so frei, uns zu üben in Geduld, auch wenn die Inhalte teils komplex sind, schwierig sind, kompliziert scheinen. Dabei ist es im Grunde nur komplex. Denn wäre ich jemand, sagte das Paulus, oder war das Petrus? Paulus sagte das, wenn ich nun alle Geheimnisse wüsste und hätte alle Erkenntnis in dieser Welt und ich hätte der Liebe nicht, wäre ich nur eine tönende Stelle. Und so bin ich auch ständig bemüht in mir selber mich zu beobachten beim Sprechen und Handeln. Das heißt, ich bin in der Verantwortung mit mir selber. Und unabhängig von allem, gehe ich immer von dem Ursprung aus. Und der Ursprung in der Struktur seiner ursprünglichen Ordnung, das ist natürlich auch Gerechtigkeit. Erstmal herausfinden, was das ist. Ich sehe oft, wie geschrieben wird und wie gesprochen wird, auch in den anderen Medien. Dies ist ja übrigens auch das vierte Medium, eins der vierten Kraft, Entschuldigung, eins der vierten Kraft sozusagen in diesem ganzen Gewilde, was sich Deutschland nennt oder es gibt noch andere Begriffe. In diesem Gebilde sind viele Menschen. Und es ist auch wunderbar, wenn sich Einzelne aufmachen mit einer guten Idee und sagen, was kann ich Nützliches tun in dieser Gesellschaft? Ich muss nicht den Applaus der anderen haben. Auf den verzichte ich gerne, auf diesen billigen Applaus. Auf den verzichte ich gerne. Das würde ja nur das Ego eventuell heben. Und davon kann ich ja auch weg, indem ich mich übe in Demut, eine der schwierigsten Tugenden. Und Geduld als Kardinaltugend und Mut. Und wenn sich jemand hier hinstellt und spricht, dann ist er in der Verantwortung, er ist konzentriert und gibt sich richtig hin in seiner Kraft, Dinge zu äußern, die sinnvoll sind. Der Aspekte, Sichtweisen darstellt und dafür auch Verantwortung trägt. Und dann kann er in Resonanz gehen, sozusagen mit dem anderen in eine Stimmung, um herauszufinden, ist das okay? Ist das okay? Ist das sinnvoll? Ist das notwendig, miteinander zu sprechen? Na, selbstverständlich. Sokrates hatte 10 Jahre gesprochen mit Platon. Das ist schon 2.500 Jahre ungefähr her. Na, also vor Christus noch. Und Platon hatte den platonischen Dialog sozusagen als Begriff hervorgebracht. Also der Dialog ist wertvoll. Vielleicht wertvoller als die Kommunikation über technische Medien. Die technischen Medien lassen sich, wie es schon gesagt wurde, auch sinnvoll nutzen. Na? Sinn. Nicht Dünnsinn, sondern Sinn.
Und jeder Einzelne hat ja einen Sinn, beziehungsweise 12 Sinne, na, nicht 6 Sinne, sondern 12 Sinne. Dann kann man sich auch ein bisschen tiefer mit der Materie insgesamt beschäftigen. Na, wir haben die Oberflächlichkeit. Na, da sage ich immer humorvoll, haha, die muss ich auch mal richtig pflegen, meine Oberflächlichkeit. Na? Sozusagen auch mal Unsinn machen. Na klar, kann man auch mal Unsinn machen. Aber dafür trage ich auch Verantwortung. Also tue ich lieber was Sinnvolles. Dafür trage ich auch Verantwortung. Und ich freue mich für jeden einzelnen Beitrag, der hier geleistet wird. Ob Sinn oder Unsinn oder Dünnsinn oder das schöne Wort Stuss. Na? Das Wort, das kenne ich auch, habe ich auch im Elternhaus gehört. Das ist Stuss. Na? Also lassen wir den Stuss weg und kommen mit Ideen hervor. Mut, Dinge zu handeln. Mut und Handeln. Und das Handeln, das Bewegen. Ja, beim Bewegen zeigt sich die Güte im richtigen Zeitpunkt. Ja, und Bewegen heißt Handeln, Machen. Das ist das Wesentliche. Ja, wenn hier zum Beispiel die Batterie steht, und speist sozusagen den Strom für den Verstärker und für das Licht, dann ist das sinnvoll. Und ich bin für das freie Wort, für das offene Wort, für die freie Rede. Bitte.